Muss nicht gleich jeder wissen. Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Komm, wir gehen dann mal hier runter. Wir auch nicht alles glauben, was man und legen uns da mal erstmal pennen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem Fokusstein. Ist ja jetzt ungeduldig hier. So. Und bis zum nächsten Morgen pennen. So. Wo finden wir die denn? Such nach dem Fokusstein. Satoras gab mir eine alte Karte, auf der die letzten bekannten Aufenthaltsorte der Fokussteine verzeichnet sind. So wie eine Spruchrolle, die mich bei Benutzung direkt zu den Wassermagiern zurück teleportiert. Okay. So. Wo finde ich die Karte der Kolonie, Fokuskarte von Satoras? Okay, das ist sie und wir sind gerade. Okay, nice. Direkt ein Pentagramm auch noch. Und das sind alles die Bereiche, wo wir schon mal waren, wo wir gucken wollten. Jetzt müssen wir dahin. Jetzt müssen wir sogar dann. Cypher. Kenn ich den? Das ist nice zu wissen. Dann können wir da jetzt auch endlich mal durch. Aber es ist jetzt noch nicht ein neuer Kapitel. Ich hatte jetzt erwartet gehabt, dass jetzt Kapitel 4 erledigt ist, wo wir das Sumpflager dann halt abgeschlossen haben. Dass wir jetzt Kapitel 4 kommen. Ich bin auch am überlegen, wenn ich einen zweiten Durchlauf mache, das ein bisschen zu modden. Ich habe bei der lieben Helia ein bisschen mal reingeschnuppert, auch mal, wie weit sie ist in dem Spiel. Und ich feiere auch noch ihre Mods da, die sie da genutzt hat. Sieht deutlich besser aus. Ich zocke das hier ja noch auf Vanilla. Muss ich die mal anschauen, deswegen, welche Mods sie genommen hat. Und das sieht definitiv deutlich besser aus bei ihr. Nehmen wollen. Aber wahrscheinlich erst auf meinen zweiten Durchlauf, den ich nach dem Stream mache. Auf Twitch. Aber jetzt erst einmal. Wo sind wir jetzt? Das ist jetzt nicht die Karte, die ich gucken wollte. Ich wollte die hier. Zurück. Noch einmal schauen, welchen Weg muss ich jetzt nochmal nehmen? Ah, ich muss nach oben an den Snappern da vorbei. Also jetzt mittlerweile bereits toten Snappern. Hier kurz angeschrieben von meinem Chef, da muss ich noch mal kurz antworten. Ich bin in 2 Minuten wieder da. So, und da bin ich wieder. Ja, wenn der Chef schreibt oder anruft, typisch, kennt ihr wahrscheinlich auch alle, muss man schon in den meisten Fällen auch zurück antworten. So, ist das jetzt auch wirklich richtig, was ich hier mache? Was ein Berglos. Okay, hier soll der nächste sein. Hat wir Drachenwurzel, nehmen wir auch mit. Da haben wir wieder Berglos. Wir sammeln hier einfach mal alles mit. Oh, hier ist noch was. Nachtschatten. Hier ist ja eine ganze Höhle. Wie kommt es, dass ich die Höhle übersehen habe?
Achso, das ist ein. Und noch ein Ring. Nice. So. Und hier dann. Hier war ja ein Schattenwald. Wegen dem haben wir nicht weitergemacht gehabt hier. Milton? Sei gegrüßt. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir von deinen großen Taten dort erzählt. Ich bin beeindruckt. Du bist sehr stark geworden. Man tut, was man kann. Ja, ja. Immer bescheiden, was? Was machst du hier? Was machst du hier? Nicht weit von hier befindet sich ein uraltes Stonehenge, in dessen Mitte der Eingang zu einem unterirdischen Gewölbe liegt. Eine Art Gruft? Ja, sowas in der Richtung. In dieser Gruft gibt es etwas, das ich gerne haben würde. Ah, okay. Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Warum gehst du nicht in die Gruft und holst dir, was du suchst? Oh, das ist nicht so schnell erzählt. Dafür müsste ich etwas weiter ausholen. Erzähl, ich habe Zeit. Nun gut. Nach der Erschaffung der magischen Barriere, die uns alle hier gefangen hält, hat einer der beteiligten Magier ein magisches Artefakt dort unten versiegelt. Ist dieses Artefakt einer der fünf Fokussteine? Ist dieses Artefakt einer der fünf Fokussteine? Genau. Dann kennst du die Geschichte der fünf Fokussteine wohl schon. Jetzt sag bloß, du bist auch hinter diesem Fokus her. Nein, der Fokusstein interessiert mich nicht. Ich suche einen orkischen Talisman. Ah, okay. Was hat es mit diesem Talisman auf sich? Ich vermute, sein ehemaliger Besitzer benutzte ihn, um sich wütende Orks vom Hals zu halten. Wenn ich recht habe, kann der Talisman von großem Nutzen sein. Das Artefakt wurde versiegelt? Ja, ein mächtiger Bannzauber bewirkt, dass der erste Grabräuber, der sich den Fokus unter den Nagel reißen will, zu einem Dasein als ruheloser Untoter verflucht wird, der fortan diese Gruft vor allen nachfolgenden Grabräubern beschützen soll. Wie kommst du dann an diesem Bannzauber vorbei? Das ist nicht mehr nötig. Vor einigen Jahren war ein Erzbaron, der zum Zeitvertreib Orks jagte, unvorsichtig genug, die Gruft zu betreten. Nun ist er der Wächter über alle Schätze dort unten. Ah, okay. Wir sollten die Gruft gemeinsam ausheben. Du bekommst den Talisman und ich den Fokusstein. Einverstanden. Aber da gibt es noch ein kleines Problem. Ein Problem? Ja. Der Wächter da unten in der Gruft. Kann man ihn nicht in handliche Stücke zerlegen? Zumindest nicht so einfach. Er scheint gegen die Wirkung normaler Waffen extrem widerstandsfähig zu sein. Lass mich raten. Du hast bereits einen Plan dafür, richtig? Tja, also, einen Plan habe ich schon, aber ich kann ihn nicht alleine durchführen. Okay, lass hören. Ich habe hier eine Spruchrolle, die einen sehr mächtigen Zauber enthält. Der Zauber vernichtet jeden Untoten, der davon getroffen wird. Damit sollte das Ausheben der Gruft ein Kinderspiel werden. Tja, also nicht ganz. Der Wächter hat mittlerweile Gesellschaft bekommen. Wahrscheinlich nachfolgende Grabräuber, die wenig erfolgreich waren. Ich war bereits einmal dort unten und wäre fast getötet worden. Einer alleine kann da nicht viel ausrichten. Ja, okay. Gib mir die Spruchrolle und wir heben diese Gruft gemeinsam aus. Gut, sehr gut. Ich hoffte, du würdest das sagen. Wir haben aber nur diese eine Spruchrolle. Benutze sie für den Wächter. Die anderen Untoten kann man auch im normalen Kampf besiegen. Verstehe. Also, wo geht es zum Stonehenge? Folge mir. Warte, das müssen wir speichern.
so ein Gefühl, wir gehen da eh gleich drauf. Weil ich das irgendwie vermasseln werde. Das sieht noch aus wie das Stonehenge. Langendorf. Hier sind wir. Der Stollen hier führt direkt in die Gruft. Dann statten wir den Wächter mal einen Besuch ab. Ah, hier waren wir. Dann statt. So, dann speichern wir hier nochmal. Sehr gut. Du hast den Talisman. Hier, nimm ihn. So war unsere Abmachung. Danke, mein Freund. Ich vergesse niemanden, der mir geholfen hat. Du hast was gut bei mir. Ich gehe zurück ins alte Lager. Vielleicht sehen wir uns dort. Jo. So. Speichern.
mitnehmen. So viel Erz. So. Wie viel ist in einer anderen Truhe? Alter, auch nochmal so viel Erz. Jo, wir sind schon fast bei 7000 Erz. Wir sind schon bei 7000 Erz. Alter, was? Wir sind stinkreiche. So, aber den ersten Fokusstein haben wir jetzt. Hier haben wir alles erledigt. So, dann haben wir hier unten noch was zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von hier noch irgendwie weiterkommen. So, die nehmen wir aber mit. Höhlenpilze, Höhlenpilze. So, und da haben wir noch ein paar Flammendorn und Waldbeeren. Die nehmen wir auch noch mit. Steinwurzel nehmen wir auch mit. Da wir vorhin gesehen haben, dass es Rab ist. Und Dunkelkraut. Und nochmal Heilkräuter. Ach ne, das führt ja zu den Orks. So, müssen wir alles mitnehmen. Oder führt das zu den Orks? Ja, das hat doch zu den Orks geführt hier, genau. Nee, wir sind hier bei dem Turm. Das führt ja nicht direkt zu dem Ort. Okay. Können wir hier so runter, ohne drauf zu gehen? Tatsächlich. Jetzt sind wir endlich mal in dem Turm hier. Müssen wir jetzt noch mal hier schauen, wo sind wir jetzt? Ja, den einen hier unten links haben wir. Wir haben jetzt, der nächste wäre jetzt oben links. Oben links wäre jetzt wirklich der nächste, wo wir hin könnten. Dann lass uns auch mal dahin gehen. Der richtige Weg. Dann auf dahin. So. Ja, stimmt, da können wir den Leuten da mal einen kleinen Besuch abschaffen. Bald haben wir auch noch die 76.500 auch noch geschafft. So, was ist? Ah, das ist da bei dem. Alles klar, okay, ich weiß schon wo. Da, wo diese ganzen Goblin-Krieger sind.
Und jetzt habe ich das Gefühl, die Banditen, die ich da oben, die Räuber, die ich da oben abgeschlachtet habe, hätte ich jetzt dafür gebraucht. Jetzt muss ich wahrscheinlich gegen die alleine ankommen. Ich habe die alle ausgeschaltet, außer Quentin. Nee, da wartet jemand. Auch noch vom alten Lager. Aber wir gehen noch einmal hier in das Lager. Mal gucken, ob irgendwer jetzt wieder da ist. Wie wir vielleicht noch mal kurz aufs Maul hauen können. Wenig Zeit haben, das zu bereuen. Wieso? Ich habe euch alle ausgebeutet. Ihr könnt nichts mehr machen. Und euer Chef Quentin ist abgehauen. Und ich habe die alle ausgeschaltet, also brauche ich die wahrscheinlich doch nicht. Die sind, glaube ich, doch irrelevant. Bisher. Aber ich habe auch das Gefühl, ich werde es noch bereuen, dass ich alle hier einfach abmuchse. Hey, ich dachte, du wärst tot. Das eine oder andere Mal habe ich das auch gedacht. Seit unserem ersten Treffen ist einiges passiert. Ich hörte, du warst nicht ganz unbeteiligt daran, dass die große Beschwörung stattfinden konnte. Du kriegst ja anscheinend eine ganze Menge mit. Mehr als du denkst. Jetzt bist du auf Fokussuche? Ja, hier in der Gegend muss es irgendwo einen geben. Ich weiß, wo einer liegt. Es gibt da nur ein Problem. Ich verstehe. Was willst du haben? Du hast tatsächlich gelernt. Aber das meine ich nicht. Nein? Was ist dann dein Problem? Ein 3 Tonnen schweres Problem. Lass uns gehen. Du wirst es gleich verstehen. Okay. Safe game. Ich sehe schon was. Also... Alter, was? Sachen will ich auf jeden Fall mitnehmen. 3 Kolben. Immer alles verkaufen. Und ich feiere nicht. Auf der linken Seite dieser Schlucht gibt es einen Höhlengang, der zum Fokusplatz führt. Alles klar. Doch zunächst sollten wir dieses Ungetüm da drüben loswerden. Versuche, eine Schwachstelle oder irgendeine Möglichkeit zu finden, wie wir den Troll kleinkriegen können. Ich lenke seine Aufmerksamkeit auf mich. Okay. Okay, immerhin kriege ich die ganzen Erfahrungspunkte, die er da jetzt kaputt haut. So. Ich speichere aber trotzdem schon mal. So. 3 Kolben nehmen wir mit. Tagebuchseite. 169 Tage.
Heute werde ich es schaffen, ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, einen Troll zu töten. Härtester Stahl zeigte keine Wirkung und Pfeile prallten von ihm ab, als wäre seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Korinis verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Troll töten. Warte mal, wir haben ja... Da oben sehe ich schon den Fuchs. So, was war denn das jetzt? Monster schrumpfen? Was? Und nein, nicht die. Den. Mann, du hast ja einiges drauf. So, jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Okay, aber erstmal will ich den Freund hier rufen. So, da ist der Höhleneingang. Warte, das speichern. Das ist wichtig, dass wir das speichern. Die Winde scheinen zu klemmen. Lass mich mal, vielleicht kann ich da was machen. So, jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. Keine Ahnung, was er gemacht hat, aber... wo kommen die denn jetzt her? Diego! Diego! Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!